Also zurück bei der Sims 4 Not So Berry Challenge. Wir fangen mal ganz anders an, und zwar im Büro, wollte ich schon sagen. Nein, im Forschungslabor, in der Wissenschaftsstation, bei Sam auf der Arbeit. Okay, ich glaube, man merkt, dass ich schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt habe. Ich dachte auch eigentlich, ich würde euch mit den zwei voraufgenommenen Folgen jetzt irgendwie abspeisen. Heureka, Sam Adams hat eine Idee für ein Slimifizieren-Serum aufgeschrieben und damit einen 10. Durchbruch. Zielklick auf den Notizbuch. Hä? Hat er denn... Gibt's noch mehr? Ich dachte, wir ziehen mehr Schluss. Das ist ja cool. Okay. Ja, also ich wollte euch eigentlich mit den zwei Parts abspeisen, aber jetzt habe ich dann irgendwie gerade den 14. Part bearbeitet, geschnitten, gerendert und dachte mir dann so, ja, wäre doch eigentlich ganz cool, wenn wir hier nochmal mit fertig werden würden. Also wenn wir das Haus zum Beispiel schon mal ein bisschen anpassen könnten, habe ich richtig Lust drauf, mit Miko jetzt da so ein bisschen noch andere Farbe vielleicht reinzubringen. Weil ihre Farbe ist ja ganz offensichtlich eine andere als Mint. Was willst du denn mit dem? Haben wir zufällig ein verdorbenes Serum? Ich schätze fast... Das sieht doch nicht so lecker aus. Ja, dann lass uns das doch selber trinken, weil das geht nämlich auch. Und schlecht geht's uns sowieso schon. Das... einen Kollegen beauftragen. Das wäre vielleicht auch noch eine Option. Metallanalyse, genau. Okay. Also ich hoffe, dass das jetzt so irgendwie funktioniert. Und dass Sam da jetzt auch mal ein bisschen schneller fertig wird. Was macht er denn da so lange? Boah. Er hat auch keinen Balken und nix. Brainstorm. Das brauchen wir ja gar nicht. Ach, scheiße. Habe ich jetzt die ganze Zeit verplempert? Irgendwie schon, glaube ich. Kacke. Okay, das ist immerhin das Richtige. Aber also Silber könnte vielleicht noch hinhauen. So, hört ihr das? Ich höre gerade leider nichts. Warte mal, es könnte sein, dass ich das irgendwie ausgestellt habe. Scheiße. Nee, da hört man doch was. Ich höre das irgendwie nur ganz leise. Vielleicht habe ich super leise gestellt. Ich hoffe, ihr hört das irgendwie. Was müssen wir denn jetzt noch machen? Ein Sim putzen lassen. Könnte das irgendwie eine Möglichkeit sein? Ja. Also Silber haben wir auf jeden Fall, ich glaube, eine Stunde noch. Okay, er endet bald. Ich weiß nicht. Ja, okay. Wenn der jetzt das macht und das direkt zählt... können wir... Das bräuchten wir dazu zum Analysieren, ne? Mikerit, okay. Wann zählt das denn? Oh, das wäre mega gut. Kann ich... 41 Minuten. Vielleicht lohnt sich das dann... Ach, warte, der ist doch schon fertig. Dann kann ich doch hier... Probe analysieren... DNA-Probe, ja! Komm schon, Sam. Wir schaffen noch Gold. Was hätten wir denn dann? Würde das uns irgendwas bringen? Naja, bringt immer was, aber... Oh mein Gott! Ach so, und nur betrachten. Das ist doch... nein. Was ist der Momentum-Konservator? Ach, das Ding! Shit! Hier, ansehen. Scheiße. Okay, das wird knapp. Ich glaube, das klappt jetzt vielleicht... Ja, nicht mehr so. Komm, dann guck lieber das Ding an, schnell noch. 9, 8, 7, 6, 5. Sam, komm schon. Das wäre so gut, wenn das jetzt trotzdem zählt. Nee, zählt nicht. Komm schon. Na. Okay. Okay. Aber immerhin einen Urlaubstag verdient und das war ja jetzt auch trotzdem nicht schlecht. Also ganz gut. So, ich habe jetzt mal geguckt, ob... Oh Gott, na toll. Ob das irgendwie... Ob ich die Musik ein bisschen lauter kriege. Ich hoffe, das ist jetzt für euch nicht zu laut.
Ich meine das schon öfter gehabt zu haben. Wo ist denn Miko? Dass ich, wer ruft denn jetzt an? Dass ich, so ein bisschen. Hey Sam, hast du Lust, mit mir abzuhängen? Ja, eigentlich. Ja. Aber ich wollte eigentlich nicht. Ich wollte den mal zu Hause besuchen. Ich bin ja jetzt gerade. Nee, machen wir mal jetzt gerade nicht, weil ich wollte den eigentlich mal zu Hause besuchen, damit wir Miko seiner Frau quasi vorstellen. Ja, ist ja seine Frau. Seiner Frau vorstellen können. Und was wollte ich eigentlich gerade? Genau, mit dem. Och. Ja, danke. Och, ins Restaurant Pizza Pizza. Das ist süß. Och, aber ich habe jetzt da auch. Ach Mann, der will unbedingt was mit mir machen. Ich finde, wir sollten das mit einem Abendessen. Aber dann kommen wieder meine ganzen Kollegen mit, oder? Ich kann jetzt nicht. Ich bin zu viel zu müde. Also selbst wenn ich jetzt wollte, ich könnte gar nicht. Das ist jetzt keine gute Idee. Also, ich habe eben geguckt mit dem Ton und das war auch schon mal vorher so, dass ich das kaum gehört habe, aber dass dann in der Aufnahme trotzdem alles ganz gut war. Deswegen, ja, hoffe ich, dass es jetzt nicht zu laut ist. Ich merke auch, dass es nicht so ganz flüssig läuft. Ich hoffe, dass das sich jetzt noch gibt in den nächsten paar Minuten. So. Was könnten wir denn mal tun? Was hat sie denn so für, ja gut, eine Verabredung? Haha. Was muss sie denn hierfür tun? Erfolgreiche Anliegen voranbringen. Und wie tut man das genau? Jetzt gehen beide einfach nur pennen. Ja, Leute, es ist 9:30. Gut, dann machen wir heute eine frühe Nacht. Okay. So, und jetzt darf auch Miko das allererste Mal das Klo irgendwie einweihen. Und dann. Ich wollte ja schauen, wie ich die wichtigen Anliegen vorantreiben kann. Hier könnte ich was spenden. Das soll sie ja auch tun. Da, ja, das. Naja. Das wäre dann zumindest die Kontrolle dessen. Mal gucken, ob das hilft oder ausreicht. Ich würde ganz gerne auch eigentlich ihr nicht den Zutritt hier rein gestatten. Es könnte sein, dass ich das auch abgeschlossen habe. Ja, sie kommt da gar nicht rein. Das heißt, kann sie das auch an ihrem Handy? Ich glaub's ja. Oh, so eine ehrenamtliche Sache wäre ganz cool für sie, oder? Ja, ich glaube nicht. Das würde heißen, dass ich eigentlich den Computer woanders brauche als dort. Das ist jetzt echt ein bisschen ärgerlich. Aber ich wollte ja sowieso umbauen. Und dann mache ich das doch jetzt einfach mal ganz fix. So, dann können wir nämlich mal gucken. Ich glaube, dass sie hier im Familieninventar nichts mitgebracht hat, genau. Aber wir haben eine Rose gewonnen durch unser super schönes Date und die wollen wir natürlich auch aufstellen. Normalerweise stelle ich sowas irgendwie immer, ja, keine Ahnung, auf ein, ja genau, auf, nee, nicht dahin, auf den Nachttisch, aber ich finde hier so in der Küche ist das eigentlich auch ganz nett. Dann könnten wir ja auch mal schauen. Wenn wir einfach. Nee, lass mal sagen, wir gehen. Wobei. Ich habe ja jetzt auch ganz viel neuen Inhalt. Vielleicht liegt auch das Ruckeln daran. Ganz eventuell. Oh, das ist doch auch schick, oder? Guck mal, das wäre sogar fast in Mint. Das wäre eine ganz gute Farbe. Muss erstmal Licht machen. Das finde ich ein bisschen verlockend, ehrlich gesagt. Ich habe ja, ja genau, wie gesagt, das ganze neue Zeug. Und da sollte man, guck mal, genau, hier, das machen wir doch mal direkt. Was nehmen wir denn da? Wirklich, vielleicht, ja, das passt jetzt natürlich perfekt hier nicht rein.
und lässt sich auch wunderbar hier anpassen. Vielleicht, wenn ich's. Ja, okay. Okay, das sieht direkt scheiße aus. Schade. Da, jetzt ist auch die Musik wieder lauter geworden. Stehe. Wenn ich vielleicht zwei aufhänge, das ist so dämlich. Okay, also ich kann hier eine ganze Spur niedriger. Dann könnte ich das noch auch auf die Höhe runterholen. So, das ist doch ganz schick, oder? So ein, das ist doch schön. Dann haben wir schon mal so einen kleinen rosa Touch, zumindest in der Küche. Das finde ich ganz cool. Also, ja, cool ist jetzt vielleicht auch übertrieben, aber das ist doch ganz, ganz süß. So. Und, ach so, ja, dann direkt das nächste. Ah. Nein. So. So. Ja, fast, ne? Fast. Das ist jetzt nicht so wunderschön. Von der Verteilung her. Also, es ist nicht so gerade über dem Fenster. So ist ein bisschen besser und da klappt das, glaube ich, ganz gut. Das finde ich schon mal ganz gut. Vielleicht können wir das einfach überall so machen. Zumindest, also, ja, hier so ein Ding. Pink ist natürlich heftig. Also, das weiß ich nicht, ob wir ihm das unbedingt zumuten müssen. Da gibt's doch, ach ja, guck mal. Das ist auch so ein heftiges Pink. Oh nee, das ist zu heftig. Da würde ich ihm lieber. Das würde ich ihm gerne ersparen. Aber halt so ein bisschen einen weiblichen Touch, das wäre ja ganz nett, wenn wir da noch ein paar andere Deko-Sachen. Ich wollte jetzt eigentlich pro Zimmer dann mal filtern nach rosa. Ich könnte auch einfach das hier. Warte mal, ich. Genau. Filter einfach hier direkt nach Pink. Und dann. Wow. Und dann gucken wir mal, was passiert. Wir können ja auch vielleicht versuchen, hier die Sachen so ein bisschen einfach nur umzufärben. Vielleicht gibt es ja die Sachen auch. Ja, okay, das nicht. Und das tatsächlich, guck mal. Dann machen wir das so, dass wir so ein paar Sachen, so kleine Details, oh, okay. So kleine unauffälligere Details. Einmal ein bisschen umfärben. Das gibt es leider auch nicht in Pink. Das ist die Deckenlampe. Okay, das muss nicht unbedingt sein. Das gibt's auch nicht. Und. Ach, guck mal! Ach, wie süß! Ja, da hat sie sich das mal geschnappt und, ja. Hat sie sich das einfach geschnappt und gesagt, komm, wir. Na, da ist ja schon ein bisschen. Naja, nicht pink mit drin, aber wir könnten da das Licht zum Beispiel auch umfärben. Ah, das ist auch doch eine coole Idee. Guck mal, wenn wir hier. Das ist ein bisschen heftig, da würde sie ja das. Also hier hat sie halt einen neuen Bezug für gekauft, sagen wir mal. Und das hat sie halt angemalt, weil sie dachte, okay, hier muss noch ein bisschen was Farbiges rein. Und das Licht hier in dem Aquarium könnte sie ja ändern. Und das könnten wir auf jeden Fall auch ändern, damit das vielleicht ein bisschen. Was haben wir denn jetzt? Das. Ja, naja, gut. Das sind genau die gleichen Klamotten. Vielleicht nehmen wir mal das, dass da noch so eine hellere Jacke hängt. Und hier, wenn wir sagen, sie streicht das komplett in Pink, das wäre ein bisschen aufdringlich, glaube ich. Aber das hier ist ja auch so Aquamarin, aber mit pinken Blümchen. Und das finde ich ganz cool. Also das hat jetzt nicht mehr so den Kontrast. Aber das finde ich eigentlich ganz nett. Das wäre auch ein bisschen witzig, oder? Wenn er da. Also, wenn sie da jetzt hier so ein. Die Lampe ist richtig kacke, kann das sein? Ich glaube, die ist richtig kacke. Ich nehme da nochmal auch hier diese, weil. Da ist ja gar kein Licht drin. So, das ist viel besser. Unglaublich. Okay. Das ist fast ein bisschen heftig schon. Aber die Küchenschränke in Schwarz.
Vielleicht können wir da wirklich auch eine ganz neue Küche. Oder wir lassen das mal. Wir machen das langsam. Sie ist ja gerade erst eingezogen. Und da hat sie halt irgendwie eine neue Folie für gekauft. Sie macht so Kleinigkeiten jetzt erstmal. Und hat hier dann halt die Vorhänge dran gemacht und da ihre Klamotten dazu, neue Blümchen gekauft und hier halt einen neuen Bezug. Und das war es dann auch vielleicht schon. Dann können wir noch mal weiter gucken. Da ist jetzt nicht so wirklich was Rosanes, aber hier. Ah, das wäre doch gut, wenn wir hier. Sie könnte eins rosa malen für sich. Oder eins ist dann halt weiß mit rosa Handtüchern. Das wäre vielleicht ganz. Naja, aber das ist auch nicht ganz ideal. Wenn sie halt einfach die oberen für sich rosa malt. Wenn sie eh schon Pinsel und Dings in der Tasche hat. Oh, nee, okay, das geht nicht. Dann, finde ich ganz witzig, hier so zu gucken, was man an vorhandenen Sachen, da hinten ist ja sogar schon rosa, was man an vorhandenen Sachen vielleicht einfach, ja, zum Beispiel das Handtuch. Da würde ich aber eher dazu tendieren, noch ein zweites dazu zu hängen, was dann für sie ist. Und das können wir dann in rosa machen, nämlich. So. Ja, das finde ich ganz gut. Der Schrank, der kann auch so bleiben, das Bild auch. Vielleicht gibt's. Ja, aber das Bett wäre vielleicht interessanter. Das wäre auch ein bisschen heftig. Das ist aber halt auch sehr dunkel. Und ich glaube, da würde sie ihn vielleicht überreden, dass sie so ein bisschen. Ja, vielleicht machen sie das. Also der Rest ist so ein. Man hätte jetzt sagen können, okay, was Helleres, Neutraleres, einfach freundlicher. Das hier wäre zum Beispiel auch erstmal ein guter Kompromiss, finde ich. Was ist denn hier mitnehmen? Aber das hier wäre natürlich noch. Wir heben uns das nochmal auf, glaube ich. Ich glaube, wir gehen wirklich erstmal hier zu diesem über, damit das so ein bisschen freundlicher wird und heller. Und, ja. Gucken dann mal. Das gibt es tatsächlich auch in rosa. Okay, ich glaube, dann haben wir das schon ganz gut. Was hatte ich denn jetzt eben hier? Habe ich schon aufgehört wieder. Guck mal, wie hell das auf einmal wirkt. Aber ich glaube auch durch die Lampe hier. Nee, ich wollte eigentlich mir alles anzeigen lassen und war da gerade noch dabei. Es hat so ein bisschen Pinsel und Farbe ausgepackt und sich ans Werk gemacht. Ein paar Stoffe gekauft. Genau, ich wollte noch ein paar Vorhänge. Die Stühle finde ich sehr heftig. Das muss ja nicht unbedingt sein. Allerdings, tatsächlich wäre ein Computer für sie ganz schön. Vielleicht können wir dieses Ding hier ins Schlafzimmer, so als Nachtlicht oder so. Und dann hier so ein Mini. Ah, warte mal. Es gibt doch jetzt auch so Mini-Desks, so Mini. Hat sie vielleicht noch andere Sachen selber mitgebracht? Sie liebt doch so. Das ist eine gute Frage. Also sie hat ja jetzt hier schon. Das sieht echt. Also sie macht einen krassen Unterschied. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, also wie gesagt, ich will das jetzt nicht zu krass verändern, weil sie ja gerade erst eingezogen ist und wir dann so gar keine Steigerungsmöglichkeiten mehr haben. Allerdings, wenn die dann ein Kind bekommen, dann wird sie das natürlich einrichten, das Zimmer. Ich glaube, die beiden, wenn ich mich recht erinnere, bekommen die tatsächlich auch nur ein Kind. Und das ist dann egal, ob das ein Junge oder ein Mädchen ist, das wird dann pink, also rosa. Muss aber nochmal in den Regeln nachgucken. So, jetzt haben wir hier die ganzen Stühle und. Ja, die Counter-Dinger lasse ich erstmal so. Wie heißt das? Die Tresenstühle, Hocker, Barhocker. Okay, dann, genau, hier Küche. Ein Esstisch wäre auch ganz schön, aber da müsste man halt anbauen. Das müssen wir dann sowieso, wenn wir ein Kind bekommen. Aber soweit ist es ja jetzt erstmal noch nicht, leider. Vielleicht könnte man hier für den Garten so ein Ding. Das ist ein bisschen, ich weiß nicht, nee. Nee, das möchte ich doch nicht.
Das Klo gibt es tatsächlich in allen Varianten in Pink. Das ist auch. Das passt so. Also, oh, ich freue mich schon so auf die 50er bis 70er Jahre. Das wird auch nochmal richtig gut. Mit dem. Das ist sogar Großstadtleben, aber mit dem. Bowling Pack und so. Hier haben wir dann das Zeug und. So ein Tagebuch? Nee, das haben wir. Nee, haben wir nicht. Familienpinnwand können wir uns dann zulegen. Und. Ach, hier. Guck mal. Ich habe eine Idee. Was doch auch noch ganz gut wäre, wäre so ein Couchtisch, oder? Da habe ich doch jetzt schon drüber geblättert. Ein Couchtisch wäre doch richtig, richtig gut. Das haben wir nämlich noch gar nicht. Hier. Puh, die sind. Die Sachen finde ich auch richtig schön, ne? Also wenn wir. Guck mal. Wenn wir den zum Beispiel nehmen, da wäre er bestimmt auch mit einverstanden. Und wir wollen es ja auch übertreiben. Also es. Ich will ja jetzt nicht zu sehr abrutschen in diese neutrale Richtung, dass wir da wirklich neutrale Farben haben, sondern ich will wirklich dann alles auch in den Farben haben. Und das sieht dann vielleicht auch kacke aus, ich weiß. Aber ich finde das irgendwie. Ja, das ist aber alles auch nicht so. Gefällt mir nicht so hundertprozentig. Vielleicht, warte mal. Vielleicht ist das hier ja. Das passt auch nicht so ganz, ne? Das passt nicht so zu deren Stil. Das ist auch gar nicht so schön. aber viel mehr. Ich kann mir einfach so ein Ding. Ja, warum? Warum eigentlich nicht? Oder das? Na. Das ist schwierig. Oder einfach so ein. Wenn wir nicht. Oh Gott, ich hoffe, ihr hört den Regen nicht. Es regnet gerade wie verrückt draußen. Hier so ein Teil, das wäre doch vielleicht auch ganz nett. Wenn wir einfach so ein Ding. Vielleicht können wir da auch so eine 8 draus machen. Wenn wir. Warte mal, erstmal die Couch vielleicht doch ein Stück nach hinten setzen, so. Und dann. Hier so ein. Ja, so ein Doppeltisch oder so. Ja gut, dann brauche ich natürlich den Cheat. Und kann. Ja. Okay, das sieht nicht so cool aus. Weil es dann so. So. Nee. Farbe ist mir auch zu krass. Also ich will dann lieber so ein helles Rosa, so ein pastelliges, so wie das hier. Aber das ist doch eigentlich mehr so ein Sideboard, oder? Und ich habe ja auch eigentlich immer noch da den. Ja, nee, das geht auch nicht. Aber so eine Farbe hätte ich lieber. Und hier hätte ich ganz gerne dieses Ding. Also, ach, wie heißt das denn? Oder das? Nee. Mann, dass das jetzt so schwierig ist. Oder hier das. Nee, das ist ja auch mehr so ein Tisch zum dran sitzen. Das macht ja eigentlich für uns keinen Unterschied. Ich hätte eigentlich ganz gerne so einen Couchtisch gehabt. Das ist blöd jetzt. Das ist auch mehr so ein Sideboard. Wie ist das denn bitte pink? Nein. Oh, was ist denn damit? Das sieht genauso aus. Wenn ich das ein bisschen. Ne, okay, nein. Vergiss das. So. Das ist zwar ganz genauso wie das eben, aber warte mal, wenn ich da einfach 3 draus mache, dann sieht das aus wie Absicht? Ich weiß nicht. Was wollte ich denn da eigentlich gerade draufstellen? Ich hatte doch eben irgendwas gefunden, was ich da draufstellen wollte. Also das ist halt. Sieht komisch aus, ja. Hier, so ein Tablett wollte ich da doch draufstellen, oder? Keine Ahnung. Warum nicht? Falls ich noch was Besseres finde, vielleicht kann sie ja. Ich hätte für sie halt ganz gerne noch so. Auch so Sachen, die sie mitgebracht hat, damit das. So vielleicht. Das sieht jetzt auch ein bisschen beknackt aus. Was das für einen Unterschied macht. Irgendwie sieht es total freundlich aus auf einmal. Das wäre vielleicht.
Quatsch. Was ist denn hier mit? Nee, auch zu groß. Das hier? Das wäre doch vielleicht... Ja... Nee. Puh, ja, schwierig, schwierig. Ich hätte halt irgendwie ganz gerne was, was sie selber halt mitgebracht hat. Habe ich jetzt schon dreimal gesagt. Aber damit sie halt auch nicht so ganz allein ist, wenn man das so sagen kann. Was interessiert sie denn? Politik. Also sie ist eigentlich eine sehr... Wie soll man sagen, realitätsnahe Person. Also jetzt nicht so ein hirnloses Ding, was, da passt das doch vielleicht ganz gut. Was, einfach, keine Ahnung. Oh, warte mal. Gehen die vielleicht in rosa? Nee. Und das? Auch nicht. Na gut, und damit? Das gibt es. Aber... Ja, das lassen wir erst nochmal so. Ja, ich hatte auch schon gedacht, so ein Ganzkörperspiegel wäre vielleicht doch ganz nett auch. Vielleicht fände sie das ganz gut, weil... Ja, das macht sogar Sinn. Weil sie muss doch als... Ach Gott, wir sind schon längst über die Zeit gleich. Das tut mir sehr leid. Das war nicht so beabsichtigt. Aber weil sie, ja, auch bestimmt reden üben muss, oder? Und da wäre doch so ein Spiegel genau das Richtige. Also das bräuchte sie doch auf jeden Fall. Und jetzt habe ich immer noch keine Vorhänge. Die mache ich noch fertig. Das ist doch eigentlich auch eine ganz schöne Sache. Oder ist das zu viel dann schon wieder? Ja, das ist halt mit dem Muster. Aber da haben wir verschiedene Varianten. Da könnten wir auch Plain einfach so nehmen. Oder dieses Muster, das ist auch zu viel. Das nochmal in andersrum. Also wir könnten tatsächlich einfach... Boah, das ist schon ein krasses, auch krasses Statement, oder? Ist das zu viel? Das sind halt nicht so unscheinbare Vorhänge. Und die halten auch gar nicht so gut. Ja, das finde ich ein bisschen zu viel. Da hätte ich lieber, es gibt doch auch schmalere, oder? Für so nur an eine Seite. Sowas zum Beispiel, aber halt nicht in der Farbe. Vielleicht können wir halt auch mal einfach weiß nehmen. Nee, weiß nicht. Es gefällt mir alles nicht so ganz. Was haben wir denn hier noch für eine Farbe? Nee. Ja, dann weiß ich es leider auch nicht. Weil, ja, dann haben wir jetzt erstmal keine Vorhänge hier, sondern nur in der Küche. Aber das ist, glaube ich, auch okay, weil das reicht. Dann brauche ich aber trotzdem immer noch, oder hätte ich ganz gerne, das gibt es vielleicht aber auch gar nicht in rosa, den kleinen Computertisch für sie, damit sie... Vielleicht kauft sie auch einfach so einen Teppich, aber das kommt dann noch. Vielleicht machen wir dann noch. Also ich finde, sie hat jetzt schon einen ganz schön großen Einfluss hier. Dafür, dass das eigentlich die Mint-Generation immer noch ist. Aber dadurch, dass sie halt das Pink schon so... Oh, ich habe schon... Oh, das wäre cool für das Kinderzimmer. Ich freue mich da schon so richtig drauf. Aber das will ich jetzt auch nicht überstürzen, weil ich würde sie trotzdem... Weiß nicht... Eigentlich würde ich es nicht gerne, aber irgendwie auch doch. Dass sie zuerst heiraten und dann... Okay, ich glaube, ich muss, doch hier noch mal... Nee, warte. Bei Schreibtisch müsste das ja sein eigentlich. Dann... Nee. Vielleicht dann... Ja, da muss ich Pink rausnehmen. Hier, genau. Das ist halt... Aber genau so ein Ding wollte ich halt eigentlich. Nur in irgendeiner anderen Farbe, weil Schwarz...
Das würde sie sich halt nicht aussuchen. Vielleicht können wir da dann so ein Grau nehmen. Als Kompromiss. Dann ist es nicht so ganz übertrieben. Und dann könnten wir vielleicht das hier umhängen. Hier rüber. Und dann haben wir nämlich hier neben dem Arbeitsplatz das Bild von den beiden. Ich glaube, das ist ganz, ganz schön. So. Genau, das Ding hängt dann jetzt einfach hier so, warum auch nicht. Und dann bräuchte sie noch ein Stühlchen. Hm. Und natürlich einen Computer. Wir haben ja das Geld. Hat Sam ja auch... Ich habe gar nicht geguckt, ob sie Geld mitgebracht hat. Ich glaube, vielleicht gar nicht. So, er hat diesen Stuhl. Und ich glaube, sie... Oh Gott. Ha, ist das hässlich. Vielleicht den? Das ist furchtbar, dieses... Nee. Ha, gibt's irgendwas Schönes? Also, das ist so ganz zu viel Pink, ist auch heftig. Das ist... Das wird noch schwierig, glaube ich. Ich glaube, ich nehme... Oder? Hm. Das passt vielleicht besser hier zu dem... Das passt dazu. I don't know. Ich nehme den jetzt mal. Und dann für 3000 kriegt sie Dame mal den besten pinken Computer, den es überhaupt gibt. Aber sie muss ja auch von zu Hause arbeiten und da braucht sie, glaube ich, auch einen guten. Und wenn wir jetzt mal Sams damit vergleichen, das ist dieser hier. Ist Sams. Das ist ernsthaft Sams Computer? 10.000? Krass, okay. Dann habe ich nichts gesagt, dann hat sie das mehr als verdient, diesen Computer zu haben. Und der passt da auch ganz gut rein. So, dann war es das jetzt aber für heute. Wir haben eine wunderbar, ja, feminisierte Wohnung. Beziehungsweise ein wunderbar feminisiertes Haus. Und es wirkt gleich viel, viel schöner, glaube ich. Vielleicht. Könnte. Müsste. Aber eigentlich wollte ich ja sie hier nur hinschicken, um was zu arbeiten. Und das mache ich dann direkt auch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, denn die Zeit habe ich jetzt mit Bauen verplempert. Es tut mir leid, falls ihr auf eine Gameplay-Folge gehofft hattet. Aber ich denke, das wird dann mit dem nächsten Part umso spaßiger, wenn wir diese neue Wohnung haben, wo auch Miko sich wohlfühlen kann. Gut, dann hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht und freue mich auf eure Kommentare und euer Feedback und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!